Was befindet sich in der Mysteriumsabteilung? Und damit hallo liebe Mondkälber, Niffler und Mondniffler. Wir haben uns nach der Recherche zum letzten Video gefragt, was ist die Mysteriumsabteilung und was wird dort überhaupt gemacht? Und nun können wir stolz sagen, wir haben einiges herausgefunden und damit geht auch nochmal ein riesen Dankeschön an Cora hinaus, die mir hier bei den Vermutungen, Überlegungen und bei der Recherche sehr groß geholfen hat. Und jetzt Leute, lehnt euch entspannt zurück und wir fangen am besten mit den allgemeinen Fakten an. Im 9. Stock unterhalb des Atriums führt eine Treppe in die alte und selten genutzten Gerichtssäle. Bei dieser Treppe führt ein schlichter, unscheinbarer Korridor zu einer ebenso schlichten Holztreppe. Dies ist der Eingang zu der Mysteriumsabteilung. Im Original wird sie Department of Mysteries genannt. Die Mysteriumsabteilung ist zwar in den Räumlichkeiten des Ministeriums untergebracht, arbeitet aber komplett unabhängig zu allen anderen Abteilungen. Auch unterliegt sie keinerlei Rechenschaft des Ministeriums gegenüber. Das heißt, weder der Minister noch sonst wer, der nicht Mitarbeiter dieser Abteilung ist, weiß, was genau dort geschieht. Auch abteilungsintern herrscht eine strenge Geheimhaltung. So dürfen Mitarbeiter außerhalb des eigenen Arbeitsplatzes nicht über ihre Arbeit reden. Wir vermuten, dass durch den unbrechbaren Schwur sichergestellt ist, dass sich jeder an die Geheimhaltung hält. Die Mitarbeiter werden übrigens Unsägliche genannt. Unsäglich ist etwas unaussprechlich Schlimmes, zum Beispiel der Name Voldemort wurde, dessen Name nicht genannt werden darf. Der Name ist also unsäglich. Was die Unsäglichen aber genau tun, ist größtenteils unbekannt. Einige interessante Fakten gibt es aber. So wurde 1672 ein Artikel veröffentlicht, nachdem die Mysteriumsabteilung durch intensive Studien rausfand, dass Hexen und Zauberer bereits mit den sogenannten Zaubergenen geboren werden. Und mal unter uns, ich will auch gar nicht wissen, was mit intensiven Studien gemeint ist. In der Muggelwelt ist halt die Wissenschaft schon sehr weird, aber was machen dann erst die Zauberer? Aus diesem Artikel können wir herauslesen, dass an der Beantwortung großer und wichtiger Fragen der Zaubererwelt gearbeitet wird. Eventuell wirklich die Wissenschaft der Muggel, also so ähnlich, nur in der magischen Welt. Aus Harry Potter und der Orden des Phönix sind uns ein paar streng geheime Räume bekannt. So zum Beispiel die Eingangshalle der Mysteriumsabteilung. Ihre Eingangstür ist schlicht und unscheinbar. Die Eingangshalle selbst ist ein kreisrunder Raum, der komplett schwarz und gehalten ist und vom blauen Kerzenlicht erleuchtet wird. Entlang der Wand sind 12 Türen eingelassen, keine von ihnen hat einen Knauf und alle sehen exakt aus wie die Eingangstüre. Aus dem Buch wissen wir, dass wenn eine Türe geöffnet wird, dreht sich der gesamte Raum, sodass die Orientierung verloren geht. Beim Kampf in der Mysteriumsabteilung fragt Harry, wo ist der Ausgang? Daraufhin öffnet sich die richtige Tür. Durch diesen Umstand gehen wir mal davon aus, dass die Orientierung in dieser Abteilung durch gezieltes Fragen funktioniert. Dazu muss man sich natürlich auskennen, wo man genau hin will. Der zweite Raum, den wir euch vorstellen, ist der Raum des Denkens. Es ist ein langgestreckter Raum, ausgestattet ist er von einigen schwarzen Schreibpulten. In ihrer Mitte steht ein Becken, das gefüllt ist mit einer grünen Flüssigkeit und in dieser Flüssigkeit schwimmen Gehirne. Im Buch ruft Ron nach diesen Gehirnen, sie greifen ihn daraufhin mit langen Tentakeln an. Sie wickeln sich so eng um Rons Gliedmaßen, dass er sogar Schnittwunden davontrug. Von diesem Raum aus führen weitere Türen tiefer in die Abteilung und in kleine Büros. Aber nur einer dieser Räume hinter den Türen ist uns bekannt. Und damit sind wir beim Raum Nummer 3, der Halle des Todes. Ein sehr düsterer Raum mit mehreren Ein- und Ausgängen. Durch einen kommt man in die Eingangshalle und durch einen weiteren in den Raum des Denkens. Vom Aufbau ähnelt die Halle einem Amphitheater oder einem Kolosseum. Also eine Art runden Arena mit steinernen Sitzbänken. Die Arena ist zur Mitte hin abgesenkt. In der Mitte steht auf einem Podest ein Torbogen, der sehr alt und verwittert wirkt. An dem Torbogen hängt ein undurchsichtiger, zerschlissener schwarzer Vorhang. Er weht leicht hin und her, als ob gerade jemand durchgegangen wäre. Während er auf einige Hexen und Zauberer anziehend oder faszinierend wirkt, zum Beispiel bei Ginny oder Neville, hören andere wiederum Stimmen hinter dem Vorhang. So zum Beispiel Luna und Harry. Durch den traurigen Tod von Sirius ist bekannt, fällt oder geht man durch den Bogen, so gibt es keinen Weg mehr zurück. Man verschwindet vollends und ist nach dem Durchschreiten im Reich des Todes. Ebenfalls ist uns bekannt der Raum der Planeten. In diesem nachtschwarzen Raum herrscht Schwerelosigkeit. Sowohl die Planeten im Inneren des Raums, als auch die Menschen, die ihn betreten, schweben umher.
Magie kann man aber einsetzen. So hat Luna mithilfe des Reducto-Zaubers einen Todesser den Zwergplaneten Pluto ins Gesicht geschleudert. Mehr Wissen ist zu diesem Raum aber auch nicht bekannt. Kommen wir deshalb zum Raum der Zeit. Der Raum ist voll mit tickenden Uhren und anderen Zeitmessern. Ebenfalls gibt es Schaugläser, in denen sich Zeitläufe und Entwicklungen abspielen, eine Vitrine mit Zeitumkehrern und einer riesigen gläsernen Glocke, von der ein schillerndes und reflektierendes Licht ausgeht. Im Inneren der Glocke vollzieht ein Ei immer wieder den Zyklus vom Schlüpfen übers Heranwachsen, Altern, Sterben und wieder zum Ei werden. Als ein unbekannter Todesser mit dem Kopf dagegen knallt, zersplittert das Glas nicht, sondern nimmt den Kopf des Todessers in sein Inneres auf. Dort vollzieht der Kopf immer wieder, ähnlich wie das Ei, den Zyklus des Alterns. Interessanterweise ist, dass sich das Hirn zu dem eines Babys entwickelt hat, sodass der erwachsene Körper unkontrolliert mit den Fäusten geballten Händen herumfuchtelte und nicht mehr laufen konnte. Über den Raum der Zeit kommt man in den letzten der uns bekannten Räumen. Den Raum, wegen dem Harry überhaupt im Ministerium ist. Die Rede ist von der Halle der Prophezeiungen. Es handelt sich tatsächlich um eine riesige Halle. Circa 100 lange Regalreihen ziehen sich durch den gesamten Raum. Wie die Eingangshalle ist alles in Schwarz gehalten und wird vom blauen Kerzenlicht erleuchtet. Auf den Regalen stehen feinsäuberlich aufgereiht Glaskolben. In den Glaskolben befinden sich Kopien von Prophezeiungen. Sie sind mit den Namen derer versehen, die direkt von der Prophezeiung betroffen sind. Die Kopien sind durch einen Zauber geschützt und können nur von denen genommen werden, deren Name auf der Prophezeiung steht. Sollte ein Nicht-Betroffener versuchen, den Kolben zu nehmen, wird dieser vollends verrückt. Sollte der Kolben geöffnet oder zerbrochen werden, erscheint noch einmal das gedanklich Abbild der Person, die die Prophezeiung gemacht hat. Manche der Prophezeiungen leuchten eigentümlich, während andere erloschen scheinen. Wir gehen davon aus, dass die Erloschenen bereits erfüllt sind. Weitere Infos haben wir zu diesem Thema leider nicht. Ein letzter magischer siebter Raum ist uns nur aus Erzählungen und Beschreibungen von Professor Dumbledore noch bekannt. Wir wissen nicht, wie er von innen aussieht, seine Tür lässt sich auch nicht öffnen. Weder durch Drücken noch durch Alohomora oder Harrys magisches Messer. Was wir aber wissen ist, dass sich in diesem Raum jede Kraft befindet, die Harry in Überfluss und Voldemort gar nicht besitzt. J.K. Rowling bestätigte in einem Interview, dass es sich hier um den Raum der Liebe handelt. So soll in dem Raum eine Quelle mit einem sehr mächtigen Liebestrank sein. Mithilfe von diesen wurde unter anderem auch die Macht der aufopfernden Liebe und deren positiven und negativen Folgen erforscht. Wir kennen ein paar Folgen dieser Macht dank Lilys Tod aus Liebe zu ihrem Sohn. Eine dieser Folgen ist, dass jene, die Harry den Tod wollen, sprich Voldemort, und jene, die von ihm beeinflusst sind, nichts tun oder gar ihn nicht berühren können. Da ist auf jeden Fall eine Menge neues und auch altes Wissen zusammengekommen. Wir hoffen, dass auch für euch neues Wissen dabei war. Wenn ihr noch Fragen habt oder sogar weiteres ergänzen wollt, könnt ihr dies gerne in den Kommentaren tun. In diesem Sinne, nehmt euch draußen vor gefährlichen Todessern und Greifern in Acht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.